Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Planet Crafter. Dem Titel der letzten Folge habe ich jetzt mal Taten folgen lassen. Und wir haben die 500.000 vollständig. Und ihr seht es oben rechts, 5,04 TTI. Ja, mir wäre es natürlich auch lieber gewesen, wir hätten uns bei 4,99 hier wieder getroffen. Aber dann hätte ich die 5.000 noch nicht zusammen gehabt. Und ich glaube, in Portal Vrax waren wir jetzt oft genug. Ja, einfach krank. 7 Schränke sind es, die ich benötigt habe. Ich habe anfangs noch alles gesammelt, wie man sieht. Und bin dann langsam aber dazu übergegangen, nur noch. Den machen wir gleich. Nur noch diese Dinge hier zu sammeln, die wir entweder brauchen können oder gut verkaufen können. So, dann Hallihallo, Hallöle. Also wir müssten jetzt etwa bei, ja, ich hatte die mitgerechnet, wären wir bei 510.000. Die brauche ich aber gleich. Deswegen nehmen wir uns die hier gleich raus. So müssten wir dann jetzt ja bei irgendwo 504.000 landen. Die Sicherung müssen wir natürlich noch mit der Handelsrakete verkaufen. Ja, ich ticker das hier jetzt einfach mal durch. Bisschen länger rumpinnen, aber ja, und es waren doch überraschend wenig Portale, die ich noch kreuzen musste. Schnappen uns die auf. Hier waren keine mehr drin. Ich stürze mir das Spiel jetzt gleich nicht ab. Ja, einen so einen Kollegen auch wieder ganz normal in einer blauen Kiste. Aber sei es drum. Sicherung sehe ich keine. Hier sind noch welche. So, hervorragend. Ja, dann lassen wir den Quatsch hier mal durchpingen. Wo will ich hin? Hier will ich hin. Gucken wir erstmal, dass wir die Rakete wegbekommen. So, den habe ich gesagt, behalten wir. Die Kollegen hier einmal rein. Bringen wir das Ganze schon mal. Dürfte eigentlich nichts mehr drin sein. Okay, bei den 500ern ist das ist heftig. So, das müssen wir kurz in Kürbis rein. So, und dann würde ich sagen, beschaffen wir uns. Die beiden Baupläne haben wir jetzt noch neu bekommen. Einmal die Extraktionsplattform und einmal hier den großen Sprengsatz. Plattform brauchen wir für alle drei Enden. Den Sprengsatz brauchen wir für das Ende. Wir lassen uns von Sentinel abholen. So, dann lass uns mal durchgehen. Wir brauchen einen Kollegen hiervon. Wir brauchen einmal dich. Einmal dich. Dann. Brauchen wir 1, 2, 3, 4 mal den Kollegen. 1, 2 mal den Kollegen. Einen hiervon. Tja. Leiterplatte Triebwerk. Dreimal Schwarzpulver. Schießpulver, schmeiß mich weg. Naja, komm. So, das habe ich jetzt so lange nicht mehr verwendet. Das muss ich jetzt mal gucken, wo ich das überhaupt habe. Da. 1, 2, 3. So, hervorragend. Achso, den können wir hier schon mal. Oder ist das jetzt. Ne, das will ich ja nicht. Ich will ja hier unsere Base nicht in die Luft sprengen. Dann gucken wir mal. Ja, irgendwie sind hier
die Bäume weggespawnt. Ich habe keine Ahnung warum. Mal den hier irgendwie ansnappen willst nicht. Na gut, ist auch. Ah doch. Dann würde ich sagen, platzieren wir den Kollegen. Schauen uns das ganze Ömmelchen hier mal einmal an. So, dann ist das hier die Extraktionsplattform, in der wir jetzt entweder die 10 Schlüssel oder die 500.000 Token reinschmeißen. Da können wir dann Fehler, hohe Interferenzpegel erkannt. Bitte zerstören Sie die Störquelle, um die Extraktion zu erhalten. So, ich habe selbstverständlich ein Backup angelegt, so dass wir... Naja, so. Nee. Okay, wir machen es so. So, dass wir jetzt in dieser Folge alle drei... Das hast du zugelassen beim Bauen? Okay. Alle drei Enden jetzt einmal durchspielen. Als allererstes haben wir aber auch noch eine Nachricht erhalten, die ich mir auch noch nicht angeschaut habe. Wahrscheinlich ja von Sentinel. Okay, das waren die, die wir zuletzt noch gefunden haben. Dann müsste das hier die neue sein. Planet Crafter, herzlichen Glückwunsch. Unsere Sensoren zeigen an, dass Sie den Ihnen zugewiesenen Planeten erfolgreich terraformiert haben. Unsere Überwachung zeigt jedoch, dass Ihr Planet eine Anomalie aufweist, die uns daran hindert, ihn zu kolonisieren. Das müssen Sie zerstöre diese Anomalie, bevor du die Abflugplattform benutzt, damit unsere Raumschiffe dich herausholen können. Wir haben dir das Rezept für einen Sprengsatz geschickt, der diese Aufgabe erfüllen kann. Dies ist keine automatisierte Nachricht. Na, immerhin. So, ansonsten hier vollständige Terraformation, dass man nicht das ideale... Kann ich da ein bisschen von weg? So. Ideales Screenshot für die letzte Folge ist. So, nicht zappeln jetzt. Die Grafikeinstellung noch ein bisschen runtergestellt, dass das hier ein bisschen erträglicher ist. Hätte mir auch eher einfallen können als bis zur ersten Folge, aber ist dann eben so. Gut, ich würde sagen, dass wir mit dem ersten Ende beginnen. Die Ladezeiten, die leide ich uns nachher. Dafür müssen wir jetzt einmal in die Superlegionshöhle. Da war meiner Meinung nach diese Anomalie. Würden wir das Ganze jetzt erst einmal in die Luft sprengen und uns das erste Ende anschauen. Yep, yep. 60 FPS, aber Laderuckler. So habe ich das gern. So, wie gesagt, wenn ich mich nicht täusche, muss es hier gewesen sein. Jetzt fliegen vorbei. Glaube ich in dem linken, oder war es in dem rechten? Ich glaube in dem linken. Sag mal. Na gut, das kommt wahrscheinlich vom Sprinten. War denn hier die Treppe? Das bringt mir so nichts.
Hier ist sie. So ähnlich. Irgendwie habe ich mich jetzt verlaufen. Hier müssen wir lang. Aber wie kam man denn da hoch? Das ist so lange her, dass wir hier waren. Den ist das hier nicht korrekt. Ja, da oben müssen wir hin. Dann war das doch von hier aus. Sorry. La 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 la. Mal Licht. Okay. Dann stürzen wir uns ins erste Dilemma. Sollen wir den Kollegen wahrscheinlich einmal da bauen? Weil dieses hier ist ja die Anomalie. 10 Sekunden Zeit. Lass uns mal ein Stückchen zurück tun. Okay. Dann machen wir unsere Tour. Aber leider müssen wir hier komplett einmal wieder dem Weg folgen, weil darunter springen wir wohl nicht überleben. Gut, die anderen Enden bedürfen natürlich etwas weniger Vorbereitung. Ich glaube, da geht's lang. Nö, hier noch nicht. Shit. Aber hier ist es so langsam, oder? Yeah. Gut. Ja, war eine schöne Zeit hier. Ich werde es vermissen. Ja, ich werde dann in den Schnitten, wo wir die 500 für den Schnitt zum Laden, für das letzte Ende mit den 500.000, da schneide ich uns natürlich noch in den Verkauf der Sicherungen mit rein. Das wäre ja auch Quatsch, da dann drauf zu warten. Neue Mitteilung erhalten. Na gut, dann lesen wir uns diese Mitteilung noch durch.
Unsere Überwachung zeigt, dass die Anomalie erfolgreich zerstört wurde. Benutzen Sie die Abflugplattform, um vom Planeten zu bergen. Ja, ist okay. Wir werden dann Ihre Strafe erneut prüfen, basierend auf den verschiedenen Abweichungen von den Regeln, die Ihnen zugeschrieben werden könnten. Das ist keine automatisierte Nachricht. Strafe erneut prüfen. Ja, das ist ja schon das, was man sich eigentlich hätte denken können. Ne? Aber gut. So, verlassen Sie den Planeten und legen Sie Ihr Schicksal in die Hände von Sentinel Corps. Dann würde ich sagen, ich habe den Speicherstand kopiert, von daher sollte nichts schief gehen. Machen wir. Ach, guck mal einer an. Das ist ja eine große Flotte. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben diesen Planeten erfolgreich terraformiert. Ja. Wir werden Ihr Urteil noch einmal anhand der verschiedenen Regelabweichungen überprüfen, die Ihnen zuzuschreiben sind. Gut, ich kann leider nicht weiterklicken. Kann ich vielleicht doch, aber er zeigt es nicht an. Sie bleiben vorerst in Haft, während Ihr Fall geprüft wird. Sentinel Corps. Ja, wie geil ist das denn, ne? Die hatten uns ja zu Anfang versprochen, wenn wir das hier schaffen und erledigen, dann kommen wir frei. Gut, dann sehen wir uns gleich zum zweiten Ende wieder. Okay, weiter kann's gehen. Wir haben die 500.000 Terra-Token vollständig. Kollegin, musste ich diesmal dort vorne hinbauen, weil jetzt auf einmal die Bäume wieder da waren. Gut, mir ist gerade eben, genau da hinten ist er, aufgefallen, unsere fünfte Tierart scheint ausgewachsen zu sein. Was für ein Monster. Größe 5, Art 5. Ja, dann streicheln wir dich nochmal. So, dann machen wir uns zum zweiten Ende. Mit den Schmugglern. So, ich muss gestehen, ich hatte schon mal wieder gestartet, wenn man so will. Hab's dann aber wieder raus oder hab's dann rausgeschnitten, weil ich hier oben gewesen bin. Und ich mich gefragt habe, wie packe ich denn hier jetzt die 500.000 Token rein? Ja, denn hab ich mich mal eben einmal schnell informiert. Und ja, uns fehlt eigentlich noch eine Nachricht von Riley. Und ich musste auch die Anomalie da hinten nochmal zerstören. Das habe ich jetzt aber auch rausgeschnitten, weil das haben wir ja gemacht. Ja, und ich muss hier 5 Sonnenquarz müssen hier rein. Das habe ich jetzt auf die Schnelle nochmal rausfinden können. Und dann haben wir hier jetzt die Möglichkeit, Sentinel Corps hatten wir ja. Dann haben wir jetzt hier die Möglichkeit, verlassen Sie den Planeten und legen Sie Ihr Schicksal in die Hände von Weltraumschmugglern. Ja, dann würde ich sagen, Ende Nummer 2, schauen wir uns an. Ah ja, auch ein interessantes Schiff. Freund, ich hoffe, wir können uns eines Tages wiedersehen. Trotz allem, was Sie durchgemacht haben, ist Ihre Zukunft immer noch ungewiss. Sie gelten nun als Gesetzloser, Sie müssen also vorsichtig sein und sich unauffällig verhalten. Aber wie ich dich kenne, bin ich mir sicher, dass du das verstehen wirst. Viel Glück, Riley.
Ja, warum ich diese eine Nachricht nicht bekommen habe. Ich habe jetzt auch hier, nachdem ich die Anomalie nochmal gesprengt habe, auch diese zweite Nachricht nicht bekommen. Aber gut, dann machen wir hier einen weiteren Schnitt und sehen uns dann gleich nochmal wieder zum, ja, finalen dritten Ende mit den Wächtern. Bis gleich. Okay. Da wären wir wieder. Alles wieder soweit vorbereitet. Noch einmal einen letzten kleinen Überblick auf das, was wir hier geschaffen haben. Bezüglich unserer Base. Ja, der Rest auf dem Planeten ist auch hier oberheftig. Unser Riesenvieh fühlt sich auch wohl. Weil ich trotzdem der Meinung bin, dass das in der letzten Folge noch mehr Bäume waren hier. Aber gut, sei es drum. Dann Variante 3 und somit auch die letzte. Wächterschlüssel habe ich natürlich einstecken. Dann gucken wir mal an, dass die beste Lösung ist. Ich gehe eigentlich davon aus, aber schauen wir mal. Verlassen Sie den Planeten und vertrauen Sie darauf, dass einige Wächter noch am Leben sind und Sie akzeptieren. Vertrauen wir. Wer uns folgt, soll wissen, dass unser Schicksal dem Untergang geweiht ist. Okay. Aber einige von uns glauben immer noch, dass Aufgeben keine Option ist. Das hört sich schon besser an. Wir werden sehen, was die Vorsehung für uns bereithält. Ein Aufseher. Kein Wächter mehr, sondern er ist ein Aufseher. Okay. Ja, gut. Dann endet dieses Let's Play jetzt hier an dieser Stelle. Ich möchte mich im Nachgang recht herzlich für euer Interesse bedanken und würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr bei den weiteren Let's Plays ebenfalls interessiert dabei seid. Vielen Dank. Bis dahin.